für Patienten, sie haben heute Zugang zu Cannabispräparaten, aber der Weg dazu, der Aufwand, die Hürden sind zu hoch. Mein Name ist Manfred Fankhauser. Ich komme hier von lange noch im Emmental und bin Apotheker von Beruf, führe mit meiner Frau zusammen, die Drogistin ist seit schon fast 30 Jahren hier in einer Apothekendrogerie in Langnau. Alle von uns kennen im Umfeld, im näheren oder ferneren Bekanntenkreis, Freundeskreis, Leute, die Schmerzen haben, die an und für sich Cannabis ein Thema wären. Oder? Das wahnsinnig breite Anwendungsgebiet von Schmerzpatienten, von Patienten, die so Bewegungsstörungen haben, Patienten, die unter Appetitmangel leiden oder Übelkeit. Also, das gibt so, es deckt so wahnsinnige breite Paletten ab, dass man schon den Eindruck bekommen könnte, das ist einfach ein Wundermittel. Oder? Und das ist es nicht. Also, es ist ein Wundermittel im Sinn, ein Wunder, dass es so viele Indikationen abdeckt. Aber im Einzelfall müssen wir viel enttäuschen. Man kann 10 Schmerzpatienten nehmen mit vergleichbaren Schmerzen. Bei 5 nützt es vielleicht hervorragend, bei 3 gar nichts, bei 2 vielleicht ein klein. Es ist hochgradig eine individuelle Angelegenheit. Kann man fast nicht lesen. Da steht sonst drin, 6 gut. 6? 4 Mal, hä? Das ist ja so, hä? Aber 6 GTT mal 4 Schuhe pro Tag. Aber man muss auch sagen, heute wird natürlich Cannabis in der Regel erst verschrieben oder erst abgegeben oder vom Bundesamt genehmigt, wenn man häufig andere Sachen schon ausprobiert hat. Also man ist ja so am Ende des Lateins schon, so quasi, und der Cannabis sollte es dann noch richten. Oder? Das ist natürlich auch schon ein Unterschied. Es würde sicher ein Grossteil der Patienten eher profitieren. Und das wäre natürlich, wenn es eben vereinfacht wäre, wäre das wahrscheinlich auch eine Verbesserung, dass man nicht so lange wartet, bis man vielleicht mit Cannabis anfängt. Das ist jetzt häufig eben auch das Problem, dass man, und da muss ich gleich wieder Stunde in Anbetracht eben von diesen Umständen, dass man quasi der letzte Strohhalm, der noch ist, nützt manchmal wahnsinnig gut. Der Beratungsbetreuungsaufwand, bis mal eingespielt, ist relativ hoch. Und also eine der Hauptschwierigkeiten ist dann noch das ganze Inkasso, also zu zahlen. Wer zahlt das? Krankenkassen sind nicht verpflichtet, das zu zahlen. Es braucht eine Kostengutsprache, die wiederum der Arzt machen muss. Also recht aufwendig wieder, wird häufig abgelehnt. Also das ist das Schlimmste immer. Wenn es bei Patienten nicht hilft, das ist auch schlimm. Oder? Da muss man sagen, es ist ein Versuch, es bringt es nicht. Aber Patienten, die es sehr gut nützt und mehr Patienten, die das nach Jahren vielleicht das erste Medikament ist, das wirklich greift, das sind immer wieder. Oder? Und dann scheitert es an den Kosten. Oder? Ja, das tut mir aber schon sehr, sehr leid. Und es ist schlimm, wenn ein Patient in der Schweiz entweder es nicht überkommt, weil die Hürden zu hoch sind, oder es nicht mehr überkommt, weil es nicht zahlen kann. Wenn man das aus dem Weg schaffen könnte, dann wäre ich happy.